Was geht ab, liebe Freunde? Ha-ho. Herzlich willkommen. Ja, der Tag nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Bochum, da ich das hier vorproduziere, weiß ich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Sollten wir verloren haben, dann könntet ihr euch denken, wie dementsprechend heute meine Stimmung wäre. Es war auf jeden Fall ein fantastischer Tag im Gästeblock. Ich habe wirklich alles rausgeschrien, was ging. Und ja, dafür, dass ich noch nie im Gästeblock war, war das eine fantastische Erfahrung. Der Vlog kommt selbstverständlich noch, oder vielleicht ist er ja auch schon draußen zu dem Zeitpunkt. Und ich werde natürlich auch versuchen, nach Dortmund und nach Gelsenkirchen und Leverkusen, das sind so die geplanten Hertha-Auswärtsspiele, zu fahren und dort euch jeweils natürlich dann auch mitzunehmen. Nun ja, kommen wir zur Talentschmiede. Und zwar, nachdem wir letzte Woche im Ausland waren, gehen wir jetzt doch nochmal kurz wieder in die Heimat nach Deutschland. Allerdings in die zweite Liga, denn es gibt da jemanden, der mittlerweile auch hoch im Kurs ist und den nächsten Schritt in die Bundesliga gehen will. Ob das jetzt mit seinem aktuellen Verein ist oder ob er dann wechselt, ist dann die andere Frage. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie sehr er jetzt gebraucht wird, beziehungsweise ob, ich kann den Verein verraten, der SV Darmstadt 98 am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigt. Und zwar geht es um Patrick Pfeiffer. Der Mann ist 23, also noch, er wird dieses Jahr 24, deswegen gilt er noch für die Talentschmiede. Er ist Ghanaer, er ist 1,96 Meter groß und spielt in der Innenverteidigung. Und wie ich das hier gerade schon sehe, gibt es halt eben verschiedene Gerüchte von 5 Bundesligisten. In der aktuellen Saison hat er von 17 möglichen Spielen 15 absolviert, dabei 4 Tore geschossen. Und er kommt tatsächlich vom HSV und auch aus der HSV-Jugend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass er wohl mal beim HSV war und da gespielt hat. Er hat tatsächlich beim SV Darmstadt 98 noch einen Vertrag eben bis zum Sommer und deswegen ist diese Personalie auch so heiß, denn Darmstadt kann jetzt noch mit ihm Geld machen. Allerdings glaube ich wirklich, es hängt sehr, sehr vieles eben von dem Bundesliga-Aufstieg ab, denn sollte Darmstadt aufsteigen oder absehbar sein, dass sie aufsteigen, ist wahrscheinlich ja, eine Verlängerung eher machbar, als wenn er in der zweiten Liga weiter rumdümpelt. Also das ganze Ding könnte sich noch ein bisschen ziehen, meiner Meinung nach. Und ich bin dann allerdings auch gespannt, wo er landet. Wir müssen die Länderspielkarriere noch abklappern, ne? Also er hat sich jetzt mittlerweile für die Nationalmannschaft Ghanas entschieden, hat aber die U-Mannschaft Deutschlands abgeklappert, jeweils 2 Spiele für die U19 und die U18. Das kulissenpflichtig noch. Und ja, wie ich halt sagte, es ist halt schwierig. Dadurch, dass er halt nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, ist halt die Sache, macht man jetzt nochmal Geld mit ihm und verkauft ihn jetzt schon und lässt eine wichtige Stütze wegfallen, nachdem zum Beispiel auch Luca Pfeiffer, der auch beim SVD war, auch schon weggebrochen ist und jetzt in Stuttgart spielt seit diesem Sommer. Lässt man dann den zweiten Pfeifer auch gehen oder geht man mit ihm noch in die Rückrunde? Und wenn man dann im Mai weiß, dass man aufgestiegen ist, könnte man den Vertrag verlängern oder man gibt ihn ab. Allerdings würde man dann kein Geld mehr mit ihm machen. Das ist natürlich eine ganz schwierige Nummer, was das angeht. Dann kommt noch dazu, Schalke 04 war ja lange an ihm interessiert. Reicht das Prestige von Schalke aus, dass Patrick Pfeiffer sagt, ja, ich wechsle dahin, unabhängig davon, ob es jetzt erste oder zweite Liga wäre? Oder gehe ich zum Beispiel nach Köln, wo ich fest glaube, dass sie den Klassenerhalt schaffen würden? Oder Stuttgart war, glaube ich, auch Thema und auch Eintracht Frankfurt. Frankfurt, da gut, da hätte er es jetzt nicht so weit, ne? Aber da wäre dann natürlich die Frage, wäre ihm das nicht ein bisschen, ich sehe gerade noch Augsburg und Hoffenheim.
Kommen wir gleich noch zu. Bei Frankfurt denke ich mir ja so, ist das nicht vielleicht schon noch eine Nummer zu hoch? So von Darmstadt dann direkt in die Champions League hoch oder international oder so, weil die Ansprüche von Frankfurt sind dann doch nochmal andere als zum Beispiel Augsburg, Hoffenheim, Schalke und der erste FC Köln. Die backen vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen und vielleicht sollte man dann erstmal das als Übergangsstation nehmen, aber natürlich jetzt mit 23 im besten Fußballeralter oder dann 24 im Sommer ist es natürlich gut, sich Gedanken zu machen, wie ist mein nächster Schritt? Und der nächste Schritt sollte zwangsläufig Bundesliga heißen. Deswegen tue ich mir da schwer, wo ich ihn sehe. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ich würde ihn eher so bei Köln, Hoffenheim und Augsburg so in dem Regal einsortieren. Schalke natürlich auch, wenn Schalke denn dann drin bleibt, weil ich glaube nicht, dass das Prestige, mein Gott, ausreicht, dass er quasi dorthin wechseln würde, wenn Schalke dann am Ende der Saison absteigt. Wo seht ihr denn Patrick Pfeiffer? Das könnt ihr mir gerne mal mitteilen. Ich bin an der Stelle jetzt raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann bei den nächsten Videos.